Ja, ich möchte beginnen mit einer kleinen Einführung in funktionale Sicherheit. Warum funktionale Sicherheit auch für Haushaltswaren immer wichtiger wird. Dann etwas auf die Standards eingehen, insbesondere die IEC 60335 mit der Class B Anforderungen zeigen, was diese Safety Standards für Anforderungen haben. Dann möchte ich Ihnen kurz noch ein paar Lösungen zeigen, die es schon von Chip-Herstellern an Hightechs gibt. Und kurz am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ja, warum wird funktionale Sicherheit auch bei Haushaltsmaschinen immer wichtiger? Ich nehme einfach mal ein Beispiel einer Waschmaschine, wie sie vor 10, 20 Jahren funktioniert hat und wie eine Waschmaschine heute funktioniert. Wir kennen alle noch diese schweren Waschmaschinen, die, wenn sie angefangen hat zu schleudern, in der Gegend rumgehüpft sind. Die hatten schwere Betonklötze drin, um das Hüpfen etwas zu mindern. Aber ja, woher kam das? Das war einfach ein Wechselstrommotor, der direkt mit einem Schalter an das Netz angeschlossen war. Und jeder weiß, das ist natürlich die ineffektivste Art, einen Motor zu betreiben. Der Motor muss erstmal in Drehzahl kommen. Am Anfang hat er eben einen riesen Anlaufstrom und eben eine sehr unsanfte Art anzufahren, was nicht nur den Stromverbrauch und die Belastung auf die Waschmaschine und Umgebung beeinflusst, sondern eben auch die Wäsche, die da drin ist, die wird natürlich auch nicht gerade schon behandelt. Es gab dann noch einen Türverschluss, der, solange der Motor gedreht hat, dass man die Waschmaschine, solange der Motor gedreht hat, nicht öffnen konnte. Das war eine rein mechanische Sache. Das heißt, solange der Motor gedreht hat, wurde ein Relais, ein Magnetschalter hat das Teil verschlossen und dann war noch eine Warteschleife mit eingebaut, bis die Tür öffnbar war. Heute sieht es ganz anders aus. Heute sind diese Waschmaschinen Mikrocontroller gesteuert. Wir kennen das alle, die sind sehr leise, die sind sehr sanft, sie brauchen sehr wenig Strom. Wie funktioniert das Ganze? Indem ein Mikrocontroller jederzeit die Position und Drehzahl des Synchronmotors kennt. Der Mikrocontroller täuscht dann irgendwelche Wechselspannungen oder ja, Drehstrom in diesem Fall dem Synchronmotor vor. Und diese durch PWM-Signale erzeugte Wechselspannungen, die sind natürlich ganz genau an die Bewegung des Motors angepasst. Dafür wird entweder Field-Oriented Control oder Sensoren benutzt. Auch der Türverschluss wird vom Mikrocontroller gesteuert. Das heißt, der Mikrocontroller hat die ganze Aufgabe, das Ganze sehr sanft zu machen. Das kann er auch sehr gut. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn der Mikrocontroller Fehler hat, dann kann er natürlich zum Schaden oder zu Verletzungen führen. Also einfachstes Beispiel, der Türverschluss funktioniert nicht. Jemand macht die Tür auf, obwohl die Trommel noch dreht, langt rein, kann er sich verletzen. Oder was auch bei anderen Haushaltsgeräten betrifft, zum Beispiel Kühlgeräte, sobald der Mikrocontroller den Motor antreibt, die PWM-Signale nicht mehr zu der Drehzahl des Motors passen, kann der Motor brennen. Das ist ein Schaden, der entstehen kann durch einen Fehler des Mikrocontrollers. Und dadurch fallen diese modernen Geräte unter diesen Standard IEC 60335 und müssen eben Maßnahmen getroffen werden, um solche Fehler zu vermeiden. Jetzt gibt es verschiedene Standards. Es gibt die IEC 61508, das ist sozusagen der Urvater von den ganzen Safety-Standards. Der wurde für elektrische, elektronische und programmierbare elektronische Systeme gestaltet. Da gibt es dann die Software Integrity Levels 1 bis 4. 1 ist eine relativ sanfte Anforderung, 4 ist eine hohe Anforderung. Zum Beispiel, also das SIL 4 heißt, es können katastrophale Schäden geschehen, zum Beispiel Eisenbahnunglück, wo sehr viele Leute verletzt werden können. Werden dann verschiedene anderen Standards abgeleitet. Das, was uns interessiert hier heute, ist die IEC 60335 für Haushaltswaren. Da gibt es die Klasse A, die Klasse B und die Klasse C. Diese Anforderung, die ich eben von der Waschmaschine genannt habe, ist die
Glas B-Anforderungen. Es gibt noch Glas C-Anforderungen. Das sind etwas härtere Anforderungen, kommt allerdings seltener vor. Das kann zum Beispiel passieren bei Druckkesseln, bei Gasanlagen. Also wenn es auch noch Explosionsgefahr besteht, dann sind die Anforderungen an die Sicherheitsrichtlinien noch etwas höher. Was fordern diese Standards? Wir wissen, es gibt kein sicheres System. Das kann auch ein Standard nicht erreichen. Aber die Standards versuchen, diese Risiken, die von einem System ausgehen, auf einen, ja, vertretbaren, auf ein vertretbares Risiko zu heben. Das vertretbare Risiko ist natürlich eine Sache, die jetzt von State of the Art definiert wird. Das heißt, Maßnahmen, die üblich sind, die man ergreifen soll, die soll man eben auch dann ergreifen, um denn das Risiko zu minimieren. Es gibt auch so eine Regel, dass zum Beispiel ein System, was mit modernerer Technik geschaffen wird, nicht riskanter sein darf als ein System, was mit älterer Technik geschaffen wird. Das sind so die Denkweisen von den Standards. Und es gibt ja, eben zwei verschiedene Arten von Fehlern, die vermieden oder reduziert werden müssen. Das eine sind die systematischen Fehler, zum Beispiel Spezifikationsfehler, zum Beispiel Designfehler, zum Beispiel Implementierungsfehler. Also Dinge, die sozusagen im Entwicklungsprozess passieren. Die gibt es natürlich in Hardware und in Software. Und es gibt statistische Fehler, also zum Beispiel irgendwelche Ausfälle eines Mikrocontrollers, eines Speichers, also irgendwelche Dinge, die zum Beispiel durch Höhenstrahlung passieren können, die durch Defekte in den Bauteilen passieren können. Das ist weniger ein Software-Thema, das ist eher ein Hardware-Thema. Beide Fehler, die passieren können, die sollen minimiert werden und da gibt es Ansätze, die die Standards fordern. Ich möchte erstmal auf die systematischen Fehler eingehen. Da gibt es die Anforderungen eines definierten Prozesses, zum Beispiel das V-Modell. Es müssen Rollen definiert werden, zum Beispiel ein Functional Safety Manager, Dinge wie Vier-Augen-Prinzip. Man muss darauf achten, welche Tools genommen werden. Das heißt, es müssen entweder qualifizierte Tools sein oder man muss sich die Tools selbst qualifizieren, also argumentieren, warum diese Werkzeuge auch wirklich geeignet sind für meine Anforderungen. Die Komponenten müssen natürlich auch richtig gewählt werden. Zum Beispiel der Mikrocontroller, der ja wohl die wichtigste Rolle in dem System, in einem elektronischen System einnimmt. Und das Ganze muss auch noch richtig dokumentiert werden. Das ist ein großer Aufwand. Gegenüber einem normalen Software- oder Hardware-Entwicklungsprozess kann das durchaus ein Faktor 2 bis 4 mehr Aufwand sein, der hier getan werden muss. Hier ein Beispiel aus einem Standard, ein Beispiel des V-Modells. Das heißt, auf der linken Seite, links oben, fängt man an mit den Requirements, den Anforderungen an das System. Dann wird die Architektur spezifiziert, es werden die Module spezifiziert. Unten kommt man dann bei der Implementierung an und auf der rechten Seite wird das Ganze wieder verifiziert. Warum hier nochmal ein W mit eingeblendet ist, das liegt einfach daran, dass ab einem gewissen Punkt der Hardware- und der Softwareentwicklungsprozess voneinander unabhängig sind. Das heißt, nach dem Systemdesign wird ein Hardware- und ein Software-Design gemacht und hinten auf der rechten Seite wird das Ganze wieder integriert. Das heißt, das W geht dann wieder in das V über. Bitte melden, wenn das wieder passiert mit der Tonqualität. Ich hoffe, ich bin jetzt besser verständlich. Hier ein Beispiel aus unserem Hightech-Software-Development-Prozess. Hier ist das V-Modell etwas verformt, auch wieder abgebildet. Und ich will anhand von diesem Prozess einfach zeigen, was auch für Maßnahmen und Werkzeuge benutzt werden müssen, um so einen Prozess zu leben. Bei den Requirements, klar, es gibt Requirement Management Tools, die man einsetzen kann. Manche Leute machen das auch mit MS Office. Für so eine Glas B-Anforderung kann MS Office durchaus ausreichen.
Wenn man es professioneller macht und so ein Requirements-Tool einsetzt, hat es auch gewisse Vorteile, aber es ist sozusagen beides möglich. Man muss es nur richtig dokumentieren, weil der Zertifizierer das hinterher alles sehen will. Die ganzen Planungen von Änderungen, von Iterationen, dafür braucht man ein Change Management. Das heißt, es muss definiert werden, wie Veränderungen in dem Prozess gemanagt werden. Man kann also nicht, wenn die Spezifikation geschrieben ist und die Architektur geschrieben ist und im Software Design oder Hardware Design findet man auf einmal, ach, das passt nicht so gut, dann kann man das nicht einfach ändern, sondern es muss ein Prozess definiert sein, wie solche Änderungen durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass schon reviewte Dokumente oder releasede Dokumente der Requirements der Architektur nicht verändert werden, ohne dass es irgendwelche Seiteneffekte geben kann. Das heißt, man muss sehr bewusst nachdenken, was man tut und das Ganze auch dokumentieren. Dann kommen die Design-Dokumente, also Architektur und Software-Design. Architektur gibt es auch Werkzeuge dazu, die teilweise auch sehr günstig sind. Teilweise kann man das eben auch mit ganz normalen Word- oder sonstigen Dokumenten machen. Bei der Implementierung ist es vorgeschrieben, dass es Regeln gibt, wie implementiert wird, also zum Beispiel Coding Rules, Namensgebung von Variablen, Benutzung von Typen, Variablen-Typen. Teilweise macht es Sinn, zum Beispiel MISRA-Regeln vorzuschreiben. Und immer dann, wenn es solche Regeln gibt, müssen die Regeln auch überprüft werden. Und das macht man mit einer statischen Code-Analyse. Es muss nicht unbedingt ein statisches Code-Analyse-Tool sein. Es kann auch manuell mit manuellen Reviews gemacht werden. Das ist natürlich aufwendig. Das heißt, das Ganze muss dann auch wieder manuell bei jeder Iteration nachvollzogen werden. Dann gehen wir auf der rechten Seite vom V-Modell wieder hoch. Das heißt, hier gibt es dann die Unit-Tests, Integrationstests. Auch da macht es Sinn, wieder Werkzeuge zu benutzen. Wir bieten hierfür zum Beispiel das Unit-Test-Tool Tessie an. Und auf der rechten Seite weiter oben gibt es dann die Systemtests. Systemtests heißen, wir haben Systemrequirements definiert gehabt und es muss natürlich am Ende definiert sein, dass diese Requirements, die entweder aus der Anwendung des Systems kommen oder eben auch aus den Standards, der Standard sagt, der und der und der und der Fehler muss gefunden werden. Das heißt, das muss natürlich dann auch hier verifiziert werden und das will der Zertifizierer auch am Ende sehen. Wird tatsächlich ein Speicherfehler, ein PC, ein Registerfehler oder sowas, wird der erkannt in der Applikation und damit das System in einen sicheren Zustand schalten kann. Dann kommt noch das Stichwort Traceability. Das heißt, es ist auch notwendig, dass diese ganzen Dinge nachvollziehbar sind. Das heißt, wenn es ein Requirement gibt, dann muss es auch einen Test dafür geben, der sicherstellt, dass dieses Requirement erfüllt ist. Und das zieht sich durch das ganze V-Modell durch. Das heißt, da unterstützen auch manche Werkzeuge richtig gut, also zum Beispiel Requirement Tools oder um diese Traceability darzustellen, ist ansonsten, wenn man das manuell macht, eine sehr aufwendige, pflegebedürftige Sache. Ich hatte gesagt, man muss auch dafür sorgen, dass man die richtigen Werkzeuge benutzt. Also zum Beispiel der Compiler ist ja ein wesentliches Werkzeug. Da ist zum Beispiel dieser ARM-Compiler für Cortex-Controller. Cortex-Controller sind in Haushaltswaren sehr verbreitet. Deshalb nenne ich den jetzt einfach mal. Der ARM-Compiler bietet eben eine Zertifizierung und eine Dokumentation, ein Qualification Package, womit Sie zeigen können, dass der Compiler für Ihre Applikation sehr gut geeignet ist. Auch für das Unit-Test-Tool Tessie mit dem Test-Spezifikations-Add-on CTE. Auch das ist zertifiziert vom TÜV Süd und auch hier gibt es ein Tool Qualification Package. Warum ist
hier ein Tool Qualification Package notwendig, weil das ganz einfach so. Jeder hat einen anderen Compiler, jeden hat einen anderen Mikrocontroller und auch Debugger. Und sozusagen diese Kombination, die muss ja qualifiziert sein und das können Sie mit diesem Tool Qualification Package machen. Das heißt, Sie können in Ihrer Konfiguration beweisen, dass TC die Fehler findet, die es finden soll. So, das waren die systematischen Fehler. Also ein relativ großer Aufwand ist zu treiben, um systematische Fehler zu vermeiden. Das haben wir jetzt inzwischen erledigt. Jetzt kommen noch die statistischen Fehler. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann in der Hardware schon Maßnahmen ergreifen. Also zum Beispiel sowas wie ein ECC-Check oder Parity oder es gibt auch manchmal Controller, die in Lockstep arbeiten. Das heißt, es sind zwei CPUs, die sozusagen die eine CPU die andere überprüft, ob sie noch richtig rechnet. Das ist jetzt vielleicht für Class-B-Applikationen etwas übertrieben. Für andere Safety-Applikationen ist es durchaus üblich, sowas zu machen. Das heißt, in der Hardware kann man schon Dinge einbauen, um solche statistischen Fehler zu erkennen. Also zum Beispiel, wenn im Speicher ein Bit kippt, kann das ein ECC-Mechanismus kann das erkennen oder ein Parity-Mechanismus kann das erkennen und damit weiß man, es ist ein Speicherfehler passiert und je nachdem, wie kritisch der Fehler ist, kann man dann in einen sicheren Zustand schalten. Sicherer Zustand heißt meistens einfach die ganze Power ausschalten und damit ist die Sache erledigt. Wir haben es ja bei Haushaltsfahren etwas einfacher als bei Flugzeugen, was nicht einfach ausgeschaltet werden kann, sondern bei Haushaltswaren geht das. Das macht das Ganze relativ einfach. Man kann Redundanz einbauen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ein ADC einen wichtigen, sicheren Wert liefern muss, kann man einen zweiten ADC, der davon unabhängig ist, benutzen, eben sozusagen den Wert doppelt einlesen. Also damit kann man mit Hardware-Maßnahmen statistische Fehler erkennen. Alles, was mit Hardware nicht erkannt werden kann, kann mit Software gemessen werden. Zum Beispiel Selbsttests, also dass einfach zum Beispiel von einem ROM grundsätzlich ein CRC-Check gemacht wird. Das heißt, ist der Wert des ROMs, ist der Speicherinhalt des ROMs nach wie vor noch unverändert. Im RAM kann man auch Selbsttests machen. Diese Selbsttests, die sind natürlich etwas störend in der Applikation. Das heißt, es müssen Interrupts gesperrt werden. Dann kann wieder ein Stück Speicher getestet werden, Interrupts wieder freigegeben werden. Bei dieser Class-B-Norm wird gefordert, dass benachbarte Bits sich nicht beeinflussen können. Und dieser Selbsttest muss dann an das Speicherdesign des Mikrocontrollers des externen Speichers angepasst werden. Man kann sichere Datenablage vereinbaren, also zum Beispiel grundsätzlich Daten, die wichtig sind, nochmal in was abspeichern. Das heißt, man hat das Datum und das Inverse-Datum und bei jedem Lesen und Schreiben muss das geprüft werden, ob das noch übereinstimmt oder man kann mit einer Prüfsumme zum Beispiel Daten sichern. Man kann wichtige Berechnungen auch redundant berechnen, also auf zwei Arten zum Beispiel berechnen, die voneinander unabhängig sind. Damit kann man dann erkennen, hat der Mikrocontroller einen Fehler. Hier der Beginn einer Tabelle von die Tabelle H1 von der IEC 60730. Die IEC 60335 verweist auf die 60730 bezüglich dieser Tabelle und bezüglich besonderen Anforderungen. Deshalb kommt dieser Standard hier auch ins Spiel. In der Tabelle sieht man hier den Beginn, Register müssen getestet werden. Bei der Klasse B muss ein Stuck-Add erkannt werden. Bei der Klasse C muss ein Kopplungsfehler erkannt werden. Es ist hier in dieser Tabelle relativ genau beschrieben, was getestet werden muss, welche Fehler erkannt werden müssen. Auf der linken Seite sehen Sie, das ist Registertest, das ist PC-Test, das ist ROM-Test, REM-Test, Clock-Test, Interrupt-Test und es muss eine Ablaufkontrolle eingebaut werden. Das heißt, Ablaufkontrolle, das ist dann eine eigene Erkennung,
Sind bestimmte Ereignisse in meiner Applikation, laufen die in der richtigen Reihenfolge und vielleicht auch in notwendigen Zeitfenstern ab? Diese Tests, die müssen auf jeden Fall beim Startup, also beim Booten des Systems durchgeführt werden. Nicht alle Tests, aber die meisten Tests müssen auch zur Laufzeit durchgeführt werden. Und da hängt es jetzt wieder von Ihrer Applikation ab. Wenn Ihre Applikation ein bestimmtes Zeitverhalten hat, das heißt, ein Fehler muss immer erkannt werden und in einen sicheren Zustand geschaltet werden, bevor der Fehler zum Schaden führen kann. Und eben diese Zeit, wo der Fehler zum Schaden führen kann, die ist ein wichtiges Maß, in welchem Zeit Sie sämtliche Tests durchgeführt haben müssen. Also in dieser Zykluszeit müssen alle Tests erfolgreich durchgeführt sein. Wenn das nicht der Fall ist oder wenn ein Test einen Fehler liefert, dann muss eben mit Ihrem Sicherheitskonzept sichergestellt sein, dass das System in einen sicheren Zustand geschaltet wird. So, was gibt es für Lösungen? Bei diesen Class B Libraries ist es inzwischen State of the Art, dass die Mikrocontroller-Hersteller da sowas kostenlos mitliefern müssen. Das hat eine Firma angefangen, die anderen sind dann nachgegangen. Das heißt, fast jeder Cortex-M-Controller hat inzwischen so eine Selbsttestbibliothek, die Sie kostenlos erhalten können. Für manche Firmen wie Atmel, Energy Micro, Infineon und NXP hat Hytex im Auftrag von diesen Firmen diese Bibliotheken entwickeln lassen. Es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel STM32, der ja auch sehr verbreitet ist bei Haushaltswaren. Da hat es ST selbst gemacht. Von ST bekommen Sie diese Class B-Bibliothek auch kostenlos, wenn Sie ein NDA unterschreiben. Auch andere Hersteller wie Freescale, auch japanische Hersteller haben solche Bibliotheken. Diese von den genannten Herstellern, wo Hytex diese Bibliotheken entwickelt hat, können Sie die von der Seite hytex.com/classb kostenlos herunterladen. Sie bekommen dann bei diesen Bibliotheken nicht nur das User Manual und den Source Code, sondern auch Beispielprojekte für Keil und IAR und das Zertifikat. Der Vorteil, den Sie haben, wenn Sie diese Class B Bibliotheken benutzen, ist der, dass diese Bibliotheken schon mal vorzertifiziert sind von VDE. Vorzertifiziert heißt, an einer Beispielapplikation wurde gezeigt, dass diese Selbsttestbibliotheken für diese Mikrocontroller und diese Compiler, Keil und IAR wird hier hauptsächlich unterstützt, bereit ist, diese Fehler, die in der Tabelle vorgeschrieben sind, zu finden. Und der Anwender, der diese Class B-Bibliotheken einsetzt, der muss einfach nur noch beweisen, dass er diese Bibliotheken selbst einsetzt. Rechtlich ist es so, dass ein Zertifizierer natürlich auch diese Dinge angucken kann. Er hat die Verantwortung für das ganze Projekt. Das heißt, wenn er jetzt Ihre Waschmaschine, Ihren Kühlschrank, Ihren Rollladen oder sowas abnimmt und Sie setzen so eine Class B-Bibliothek ein, hat der theoretisch auch die Befugnis, nochmal in diese Bibliotheken reinzugucken und von Ihnen das zu verlangen, dass Sie die ganzen Unterlagen nochmal vorlegen, wie das entwickelt wird. Das können Sie dann auch bei Bedarf von uns bekommen. Üblich ist es aber so, dass ein Zertifizierer sich das, was schon mal anguckt wurde, nicht anguckt und er sich hauptsächlich um Ihre Applikation kümmert. Das heißt, die Dinge, die jetzt Sie absichern müssen, die den Mikrocontroller nicht betreffen. Sie haben ja noch eine Hardwarebeschaltung drumherum, wo auch eben Fehler passieren können, die Sie erkennen müssen. Das ist dann das, was der Zertifizierer bei Ihnen sehen will. Und Sie müssen natürlich zeigen, dass Sie die Bibliothek richtig eingesetzt haben. Das heißt, es kann passieren, dass der Zertifizierer sagt, jetzt provozieren Sie mal einen Speicherfehler, jetzt provozieren Sie mal einen Registerfehler und dann guckt man, ob die Selbsttestbibliothek, die Class B-Bibliothek, tatsächlich diese Fehler findet. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie Sie das machen können. Sie können diese Class B-Bibliothek erhalten mit Dokumentation, Sie können die runterladen, das heißt, wenn Sie schon einen Entwicklungsprozess nach dem Standard IEC 60335 haben, dann
dann ist gut. Wenn Sie den Prozess nicht haben, müssen Sie den Prozess und die Rollen einrichten. Sie müssen ein Safety-Konzept für Ihr System machen. Sie müssen das System spezifizieren. Sie müssen diese Glass-B-Bibliothek einbauen, Ihre eigenen Tests für Ihre eigenen Peripherals außerhalb des Mikrocontrollers einbauen, die ganzen Module implementieren, nach dem V-Modell verifizieren, testen, die Integration testen, alles dokumentieren und dem Zertifizierer präsentieren. Es ist machbar, es ist allerdings sehr großer Aufwand und wenn man neu ist in so einer Safety-Sache, dann lohnt es sich eigentlich schon. Na, jetzt fehlt eine Folie. Dann lohnt es sich eigentlich schon, sich da Hilfe zu holen. Also nicht nur die Glass-B-Bibliothek runterzuladen und einen Mikrocontroller zu nehmen, der so eine Glass-B-Bibliothek hat. Ich kann Ihnen, die Folie ist jetzt leider irgendwie verloren gegangen, ein Beispiel von einem Projekt, was wir gemacht haben. Das war ein Kunde, der, ja, das haben wir schon mehrmals gemacht, mehrere Kunden, die gesagt haben, wir wollen uns um unsere Applikation kümmern. Wir wollen nicht unbedingt jetzt unseren Prozess an eine Safety-Norm anpassen. Und gibt es nicht eine Möglichkeit, dass wir unsere Platine, unsere Applikation so bauen, dass der Safety-Teil ausgelagert ist? Und Hitex hat dann eine Add-on-Platine gebaut, wo alle Safety-relevanten Dinge drauf waren. Wir haben unseren Prozess, wir haben das Ganze so dokumentiert und entwickelt und getestet, dass das eben zu der IEC 60335 passt. Das hat den Vorteil, dass der Kunde seine Applikation auch unabhängig ändern kann, ohne dass jedes Mal wieder eine Safety-relevante Sache geändert wird. Das hat das Ganze vereinfacht. Das muss nicht unbedingt jetzt eine extra Platine sein. Das könnte auch ein Teil von der Applikationsplatine sein, dass es sozusagen integriert ist. Ein IP-Block sozusagen in Hardware und Software, der da integriert ist. Das kann man auch machen. Dann verzahnt es etwas mehr in die Entwicklung des Anwenders. Aber das ist auch machbar. Gut. Die halbe Stunde ist um und ja, möchte einfach noch aus eigener Erfahrung Konfuzius zitieren. Konfuzius sagt, es gibt drei Wege des weisen Mannes, das Ziel zu erreichen. Nachahmen ist die leichteste, nachdenken ist die edelste und mit eigener Erfahrung, das ist die härteste. Ich würde nicht unbedingt den dritten Weg empfehlen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.